Sommerbeginn, und das merkt man in Leopoldsdorf. Das stimmt, Sommerbeginn, alle Jahre wieder zum Schulschluss. Sommerfest des SPÖ Leopoldsdorf für alle Jahre. Jetzt bin ich schon das zweite Mal dabei, live dabei. Gut besucht, das Wetter haltet, das ist ganz wichtig. Nur zum Gratulieren, vor allem wenn man sieht, wie viele Leute da sind, kann man der SPÖ Leopoldsdorf nur gratulieren, wie das funktioniert. Ja. Gratulation. Ganz gut gekleidet. Wo bezogen? Ja, das ist original aus Ägypten natürlich. Aus dem Kopfschmuck, der ist aus Marokko. Aber das kann man auch noch gelten lassen für die ägyptische Nacht. Also ich glaube, das passt ganz gut heute. Geht's in aus, ne? Jetzt geht's momentan überhaupt noch ziemlich rund, oder? Nein, jetzt ist schon. Geht schon besser. Wird schon ein bisschen ruhiger, jetzt werden die entspannteren Feste. Also heute der letzte Termin. Kann man in Leopoldsdorf super ausklingen lassen. Essen passt, Musik passt, Leute passen, also was wünscht man sich mehr? Traumfest wie immer. So kann man den Sommer starten. Genau, dann sage ich recht herzlichen Dank. Danke. Das Schöne ist, in Leopoldsdorf können wir feiern, das haben wir schon öfters festgestellt. Aber dieses Fest am ersten Ferientag, das unser Bürgermeister außer Dienst Thomas Nentwich vor über 30 Jahren erfunden hat, freut sich größter Beliebtheit. Und es ist heute auch so, wenn Engel reisen, und schau, wie viele Engel heute gereist sind, zu uns angereist sind, dann ist das Wetter schön, weil die Wetter-Apps haben alle gegen uns gewettet. Aber wir haben gewusst, in Leopoldsdorf haben wir feiern, bleibt es schön und bleibt es trocken. Und das ist ein Open Air und das lebt vom Tanz unter freiem Himmel und von den Bars, die wir hier haben, die Cocktails, die genossen werden kann, die Grillstimmung. Und das ist einfach ein super Feeling auf diesem wunderbaren Rathausplatz am ersten Ferientag. Eins interessiert mich, eben genau, erster Ferientag habt ihr Ausgangssperre verhängt, weil man weiß, sind die Leute weg mit den Autos und mit den... Die Leute wissen ja, dass das Sommerfest ist, deswegen fahren sie erst morgen. Morgen. Oder am Montag. Alles klar. Und was gibt es heute noch alles? Na, heute haben wir uns als Motto genommen, eine Nacht in Ägypten. Und wie man an den Sphinx und Pyramiden und an unserer Lounge mit den Wüsten, Beduinenzelten erkennen kann, werden wir das ganz unter dieses Motto stellen und einen genussvollen Abend, auch unser Wirt, der Gasgasus zur Zuckerfabrik in Huber, hat die Gerichte in die Richtung gemacht, dass wir hier also ägyptisch-arabisches Feeling hineinbekommen. Wir werden diesen Abend genießen miteinander, wir werden feiern. Es wird eine Gesangseinlage geben von einem Star, von einem upcoming Star aus Leopoldsdorf. Unsere Country-Rock-Röhre Saskia Knabel wird uns heute verwöhnen in einer Pause von den Entertainers. Und ansonsten würde ich sagen, sind alle, die hier heute sind, das Highlight. Natürlich haben wir auch eine enorme Tombola zusammenbekommen, unsere Riesentombola. Mein Hauptpreis sind zwei Fahrräder um je 500 Euro das Stück. Und deswegen glaube ich, wird meine hübsche Kleopatra, meine liebe Frau, gleich wieder Lose verkaufen gehen, weil die Leute wollen natürlich das Fahrrad gewinnen. Dann wünsche ich noch ein gutes Gelingen für den heutigen Abend, viel Vergnügen und ja, ein Traum, ich bin überwältigt. Ich möchte noch einen Tipp geben, zwischen 21 und 22 Uhr haben wir die Bürgermeister Happy Hour in der Cocktailbar. Da werden meine beiden Vorgänger und ich gemeinsam ausschenken. Drei Getränke zum Preis von zwei. Wahnsinn! Danke! Von, jetzt muss ich aufstellen.
ja, wir kennen uns, gell? Wir kennen uns schon, ja, vom Jutzler, von der Veranstaltung. Genau. Und heute trittst du auf. Genau. Was werden wir hören? Das ist eine Überraschung. Wie hat dir das damals gefallen? Das war ja eine super Sache. Ja, super. Gell? Es war super organisiert. War perfekt. Wo werden wir die außer heute dann wieder sehen? Am 15. Juli auf unserem Countryfest. Genau. Genau, ja. Im Saloon waren wir schon, im Prater, im böhmischen Prater, auf diverse Countryfeste. Also wiederholen wir nochmal, wann sehen wir die wieder? Am 15. Juli in Leopoldsdorf auf unserem großen Countryfest. Super, danke. Danke. Wir haben so viele Gäste da, dass ich tatsächlich bei der Begrüßung eine vergessen habe, unsere SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende Sabine Hoferek, die nicht nur Frauenvorsitzende ist, sondern auch die nächste Spitzenkandidatin der SPÖ-Bezirk Gänserndorf für die Nationalratswahlen, die irgendwann demnächst einmal kommen werden. Wir wissen noch nicht wann, spätestens im Herbst nächsten Jahres, vielleicht auch schon früher. Aus Ort an der Donau. Sie ist immer, wenn was ist, in Leopoldsdorf bei uns, was mich sehr freut. Sie macht super Sachen, das ist keine Frage. Und es ist eine besondere Ehre, dass du uns immer wieder hier in beerst. Das ist und eng zusammenarbeitest mit unserer SPÖ-Frauengruppe. Das ist mir persönlich die größte Ehre, dass ich immer wieder eingeladen werde, dass du ein tolles Frauenteam hast mit einer tollen Vorsitzenden. Und es macht mir Spaß, bei euch zu sein. Ihr seid ein großartiges Team und man sieht ja, was da los ist. Also ganz Leopoldsdorf, Breitstetten und Umgebung ist da bei euren Festen auf den Beinen. Keine Frage. Ja, wenn wir die Frauenvorsitzende vor dem Mikrofon schon haben, wo drückt der Schuh? Oh, der drückt auf vielen Enden. Der beginnt bei der gleichen Arbeit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, bis hin zum Gewaltschutz, bis hin zur flächendeckenden Kinderbetreuung, damit die Frauen arbeiten können. Das geht bis zur Frauengesundheit und bis zur Gendermedizin, bis zur Forschung, der Forschung von Frauenkrankheiten mit einer adäquaten Einschätzung und Klassifizierung. Also wir haben sehr, sehr viel zu tun. Ja, das kann man wohl sagen. Da sage ich schon recht herzlichen Dank, ja, und wünschen für heute einen schönen Abend. Danke vielmals. Dankeschön. Zwei Getränke zum Preis von drei. Ja, genau. So viele Gäste heute haben und so ein unglaubliches Wetterglück, gibt es noch eine Überraschung des Abends. Sehr geehrte Damen und Herren, wer von Ihnen weiß noch, was ein Cola Bacardi ist? Hände hoch. Aha, doch ein paar. Wisst ihr warum? Weil die Damen und Herren hinter der Bar haben gesagt, sowas wird heuer gar nicht bestellt. Deswegen gibt es jetzt die nächste Stunde Happy Hour auf Cola Bacardi. Happy Hour auf Gin Tonic und alle Longdrinks. Gute Unterhaltung. So cool.